Kapitel 3. Das ist ein Kind. Besagter Dreikäsehoch streckte die moppeligen Arme nach seiner Mutter aus. Telly hob das Mädchen aus dem Bett und ließ es bequem auf ihrer Hüfte reiten. Die Kleine schien gerade mit geröteten Wangen aus dem Schlaf erwacht. Ihr zartes, blondes Haar klebte an den roten Wangen, was verriet, dass sie geweint hatte. Allerdings, entgegnete Telly. Sie ist zwei. Liebevoll strich Maggie ihrer Telly das Haar aus dem Gesicht und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Ein wahrsagendes Kleinkind? Des Namens wegen, mit dem Telly die Kleine angesprochen hatte, ging ich davon aus, dass dieses Kind das Orakel sein musste, von dem vorhin die Rede gewesen war. Das ist ihre Tochter? Fragte ich. Ich wollte nicht unhöflich sein, aber Telly war alt, aus welcher Perspektive man es auch betrachten mochte. Dass ihr Gesicht aussah wie das einer 30- oder 40-Jährigen, tat nichts zur Sache. Ihrer Machtfülle nach zu urteilen, musste sie schon mehrere Jahrhunderte alt sein. Die Macht ging wie ein Strahlenkranz von ihr aus. So etwas vermochte nur hohes Alter hervorzubringen. Das Durchschnittsalter von Hexen war nicht bekannt, aber ich wusste, dass sie, wie wir, langsam alterten. Kein Übernatürlicher war wirklich unsterblich. Wenn wir keine Göttlichkeit erlangten, konnten wir auf diverse Arten getötet werden, beispielsweise indem man uns köpfte oder uns bei lebendigem Leib verbrannte. Die durchschnittliche Lebensspanne eines Übernatürlichen lag jedoch bei Tausenden von Jahren. Ich meine, ich räusperte mich, als sie nicht gleich auf meine Frage reagierte. Nicht, dass sie nicht auch biologisch ihre Tochter sein könnte, aber ich weiß, dass Hexen häufig Kinder adoptieren. Viele Gemeinden wurden durch legale Adoptionen aufgestockt. »Sie ist meine Tochter«, antwortete Telly. »Eine Hexe ist ihr Leben lang einmal im Jahr fruchtbar. Wir werden aus der Erde geboren und regenerieren uns jedes Jahr. Problematisch ist nur, einen kompatiblen Partner zu finden, nicht anders als bei den meisten anderen Gemeinden auch. Es war schwierig.« Maggie ist erst mein zweites Kind, und sie ist ein Geschenk. Und wenn wir uns nicht beeilen, dann ist die Information, die sie für uns hat, verloren. Sie drehte sich um und gurrte: Maggie, wir spielen jetzt das Sag's der Mami-Spiel, ja? Das Kind nickte, stach mit einem Stummelfinger in Mamis Frisur und wickelte sich eine Haarsträhne darum. Nehmen wir die Malkreide, was meinst du? Dieses Mal machen wir bunte Bilder. Na, wie klingt das? Marcy hatte nie eine Cousine ihres Alters erwähnt, also war Tellys erstes Kind vielleicht nicht mehr am Leben. Kinder von Anführern waren aus vielerlei Gründen verletzbar, aber ich hatte nicht vor, Telly danach zu fragen. Wir folgten den beiden in den Nebenraum, bei dem es sich unverkennbar um ein Spielzimmer handelte. Telly setzte das Kind an einen kleinen weißen Tisch, der mit rosaroten Blumen geschmückt war, und holte eine Schachtel mit Malutensilien aus einem nahen Regal. Zwei weitere Hexen warteten bereits in dem Zimmer. »Maggie, hast du heute deine Tante Marcy in deinen Träumen gesehen?« schmeichelte Telly und legte eine Reihe von Kreiden und mehreren Bögen weißes Papier auf den Tisch, ehe sie sich neben das Kind kniete. Das Mädchen nickte, griff nach einer braunen Kreide und fing an, Kreise auf eines der Blätter zu malen. »Wie hat sie ausgesehen?« »Junge«, murmelte das Kind leise. »Sie war bei einem Jungen?« Die Kreide hörte auf, sich zu bewegen, als die Lider des Kindes flatterten und es legte den Kopf in den Nacken. Als sie uns wieder das Gesicht zukehrte, waren die Augäpfel vollständig weiß, keine Iris, keine Pupillen zu sehen. Ein bisschen so, als würde man mit gesenktem Blick die Augenlider hochziehen, um einen Freund zu erschrecken. Maggies Augen aber blieben weiß. Ich schlug die Hand vor den Mund, um einen Aufschrei zu ersticken, was mir nicht besonders gut glückte. Meine Wölfin bleckte in meinem Kopf die Zähne, und wir wichen einen Schritt zurück. Ich prallte gegen Rook. Telly bedachte uns mit einem finsteren Blick. »Tut mir echt leid«, quäkte ich. Nick stand leichenblass auf der anderen Seite des Raums. Wandler waren handfeste Kreaturen. Jede Art von Hexerei machte uns zu schaffen. Rook stand direkt hinter mir und ein leises Grollen entstieg seiner Brust. Wir standen alle kurz davor auszuflippen. Nicht, weil das Kind uns etwas tun könnte, sondern weil das, was es tat, uns so unheimlich und widernatürlich schien.
Ihr müsst still sein, schimpfte Telly. Sie hat nur Visionen, wenn in unserer Welt etwas Wichtiges passiert. Das hat etwas zu bedeuten, und es ist kein Zufall, dass sie nach dem weiblichen Wolf verlangt. Sie könnte die Antwort auf die Frage kennen, wo sich meine Nichte befindet, was bedeuten würde. Junge, er hilft ihr. Sie sind entkommen, unterbrach Maggie sie mit ihrer zarten Stimme. Das war eine tolle Neuigkeit. Sie sind entkommen konnte nur bedeuten, dass James Marcy aufgespürt hatte und sie außer Gefahr waren. Ich atmete hörbar auf. Fragen Sie sie, wo sie sind, damit wir sie abholen können, drängte ich Telly. Sie warf mir einen bitterbösen Blick zu und ich hielt den Mund. Wir alle sahen zu, wie das Kind erneut Kreise zeichnete, die sich bald auf der Tischfläche ausbreiteten. Als es eine Kreide weglegte und eine andere nahm, beugte ich mich vor. Allmählich kristallisierte sich aus dem Gekrakel etwas heraus, das vage wie ein Wolf aussah. Auf jeden Fall hatte das etwas spitze Ohren, also lag es zumindest im Bereich des Möglichen. Dann malte Maggie ein Strichmännchen, das die Hand des Wolfs hielt. Das Männchen hatte langes Haar und lächelte. Das mussten James und Marcy sein. Die Augen des Kindes fielen zu und der Kopf nach vorn, als wäre es ganz plötzlich eingeschlafen. »Willst du uns sagen, dass es Tante Marcy gut geht, Magdalene?« spornte Telly das Kind mit liebevoller, geduldiger Stimme an. »Sie laufen.« Maggie hob den Kopf und ich nahm mit Erleichterung zur Kenntnis, dass ihre Augen wieder normal aussahen. »Folgt ihnen jemand?« »Böse Männer.« »Wird Marcy nach Hause kommen?« fragte Telly. Kurze Pause. Wir alle hielten den Atem an. Das Kind nickte. »Tante Marcy, wieder daheim.« »Puh.« »Fragen Sie sie wann?« drängte ich. »Ich konnte einfach nicht anders.« Ein Kleinkind Visionen produzieren zu sehen, war schon verrückt. Aber wenn dabei gute Nachrichten für uns heraussprangen, kam es mir tatsächlich gleich viel vernünftiger vor. Das Kind wandte mir das schmale Gesichtchen zu und sein Blick heftete sich wie festgetackert an meine Augen. Ich schauderte. Ich sah zu, wie sich seine Augen erneut verdrehten, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Ich fuhr erschrocken zusammen, blieb aber zumindest stumm. Mir zu meiner Großtat zu gratulieren, war weder Raum noch Zeit. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, krampfhaft meine Finger zu verschränken und wie verrückt darauf zu hoffen, ihre Augäpfel würden eine Botschaft aus ihrem Hirn empfangen, durch die sie uns Marcys Aufenthaltsort verraten könnte. Rook zog mich an sich, tröstete mich wieder einmal, indem er seine Arme um mich schlang. Maggie zeigte auf mich. Ihre Augen waren immer noch im beängstigenden Modus. »Findet dich!« »Marcy findet mich?« fragte ich voller Hoffnung. »Wann?« »Orakel nennen keine Zeitpunkte.« Teddy schüttelte den Kopf, als wäre ich ein absoluter Schwachkopf. »Dinge verändern sich. Entscheidungen werden getroffen, die alles in Fluss halten.« »Weissagungen enthalten niemals einen Zeitrahmen.« Das klang einigermaßen logisch. Abrupt wandte sich Maggie wieder dem Tisch zu und griff mit kleinen, kurzen Fingern nach der nächsten Kreide. Dieses Mal zeichnete sie gleich auf die Tischplatte. Was sie malte, war die vereinfachte Darstellung eines Gesichts. Ein Gesicht mit spitzen Zähnen. Sie ließ die Kreide fallen und griff nach einer roten. »Soll das Blut sein?« flüsterte ich, als Maggie anfing, wie wild zu kritzeln. Sie fügte noch mehr spitze Zähne, noch mehr Rot hinzu. »Ein Vampir, Maggie? Malst du Vampire?« Telly beugte sich schützend über ihre Tochter. »Sie weiß noch nicht, was ein Vampir ist. Das ist höchst unwahrscheinlich.« »Ja«, sagte Maggie schlicht. »Vampire.« Undeutlich, aber auch unverkennbar. Was für ein enormes Wissen für eine Zweijährige. Es brach mir fast das Herz. Tellys Miene war die Überraschung anzusehen. Ganz Wachsamkeit beobachtete sie, wie sich ihre Tochter dieser Tortur unterzog. Dies war ihr kleines Mädchen. Zu wissen, dass Maggie diesen Visionen ihr Leben lang nicht entkommen würde, musste schwer für eine Mutter sein. »Ist Marcy bei den Vampiren?« fragte ich. Das wäre nicht gerade ideal, aber mein Magen entspannte sich ein wenig in dem Wissen, dass James bei ihr war. »Sie kommen!« Dieses Mal klang ihre zarte Stimme unheilverkündend. Sie blickte mich an. Ihre Augen waren wieder normal und mir fiel zum ersten Mal auf, dass sie strahlend blau waren.
Wir sprachen nicht mehr über Marcy. Sämtliche Haare an meinen Armen und meinem Hals gingen in Halbachtstellung. Nick hustete und Wook knirschte mit den Zähnen. Maggie griff nach einer weiteren Kreide, dieses Mal mit der linken Hand, und fing an zu zeichnen, was sie in der Vision sah, die von ihr Besitz ergriffen hatte. Ihre Lider flatterten und sie wiegte sich auf ihrem Stuhl vor und zurück und sang dabei vor sich hin. »Lauf, lauf, lauf, lauf!« Wir scharten uns jetzt näher um den Tisch, verdrehten uns die Hälse, um alles mitzubekommen, sogar die beiden Hexenammen. Diesem Kind würde schon in ungefähr 2 Sekunden die Puste ausgehen. »Was zeichnet sie da?« flüsterte ich. »Schnell, wir müssen es herausfinden, bevor sie aufhört.« Auf der Zeichnung war ein Durcheinander aus Strichmännchen zu sehen, alle übereinander geschichtet. Darunter gab es noch mehr Wölfe mit spitzen Ohren, manche, wenn man's recht besah, sogar jede Menge, schienen etwas auszuspucken. »Ich glaube, das da ist die Vampirkönigin«, raunte Wook mir ins Ohr und zeigte auf ein Strichmännchen mit Fangzähnen und einem langen Kleid. Nachvollziehbar, diese Idee. »Was macht sie denn da?« »Sie beißt«, lautete Wooks Vermutung. Genau danach sah es aus, als versuche die Königin, jemanden zu beißen. Dieser jemand könnte, wild drauf losgeraten, durchaus ich sein, denn das Opfer hatte langes Haar wie ich, und es schrie. Na, fantastisch. Maggie richtete ihr Augenmerk plötzlich auf etwas ein wenig rechts von den Strichmännchen, und sie fing an, wieder und wieder einen Kreis darum zu ziehen, der langsam immer größer wurde. Dann sprach sie ein letztes Wort. »Dämon!« Es hörte sich eher wie ein »Dänem« an, aber wir wussten alle, dass sie nicht von Jeans redete. Telly bückte sich und hob ihre Tochter von dem Stuhl. Maggie sackte in sich zusammen, schien erleichtert, die Kreide fiel aus ihrer Hand und sie schmiegte den Kopf an die Schulter ihrer Mutter. »Schon gut, mein Liebes!« Telly küsste ihren verschwitzten Hals. »Das hast du toll gemacht!« »Jetzt ist es Zeit, dass wir eine Pause machen. Tante Meryl bringt dich runter und gibt dir Milch und Kekse.« Eine der Hexen trat mit ausgestreckten Armen näher. Mühsam hob Maggie den Kopf. Sie war erschöpft. »Okay, Mami.« Wangen und Stirn waren jetzt noch geröteter als zuvor schon. Als Telly sie Meryl übergeben wollte, wandte mir Maggie noch einmal das Gesicht zu. »Böse Männer kommen.« Sie zeigte mit ihrem kleinen Finger auf mich. »Sie wollen dich holen.« Telly ging über einen stark abgenutzten orientalischen Teppich zu einem großen Panoramafenster, das auf den See hinausging. Wook und ich saßen dicht beieinander auf einer antiken Chaiselongue, deren Platzangebot kaum für uns beide reichte. Der Raum, in dem wir uns befanden, umfasste eine gut ausgestattete Bibliothek und schien darüber hinaus als Tellys Büro zu fungieren. Tausende von Büchern säumten die Wände und die abgegriffenen Einbände aus brüchigem Leder verrieten, dass viele von ihnen schon sehr alt sein mussten. Nick saß auf der anderen Seite des Raums, auf einem Stuhl mit einer hohen Lehne, die Hände im Schoß gefaltet und seine kurzen, braunen Locken umrahmten ein sorgenvolles Gesicht. Der Tag hatte nicht besonders gut angefangen und dabei dämmerte gerade erst der Morgen herauf. »Sie können hier nicht bleiben.« »Nicht, wenn ein Dämonenlord hinter ihnen her ist«, verkündete Telly. Da Maggie das Dämonenproblem hinaustrompetet hatte, war Leugnen zwecklos. Also hatte ich jetzt einen abschließenden Bericht darüber liefern dürfen, was in Selenes Höhle nach dem Auftauchen des Dämonenlords passiert war. »Ich verstehe Ihre Sorge, aber Sie sind die Einzige, die uns helfen kann, herauszufinden, wie wir ihn schlagen.« »Wir wissen sehr wenig über Dämonen oder ihre Gesetze«, setzte ich ihr entgegen. »Er hat gesagt, ich hätte einen Gerichtstermin in der Unterwelt. Es muss eine Möglichkeit geben, dem zu entgehen oder zumindest Informationen, die mir bei meinem Problem helfen könnten.« »Es tut mir leid, aber Ihnen zu helfen kommt nicht in Frage. Hexen und Dämonen sind Todfeinde. Unsere magischen Künste liegen seit Anbeginn der Zeiten im Kampf miteinander. Unsere Macht ist die Erde, ihre die des Bluts.« Sie wandte sich vom Fenster ab, ging zu dem großen Schreibtisch in der Mitte des Raumes und nahm Platz. »Wenn ich mich in ihre Schwierigkeiten einmische, ziehe ich das ganze Hexenhaus und möglicherweise jeden einzelnen Hexenzirkel auf Erden in ihren Kampf hinein.« »Das werde ich nicht tun«,
also bitten Sie mich nicht noch einmal darum.« Ich rutschte etwas vor, bis ich nur noch auf der Kante des Sofas saß. »Wie wäre es mit einem schlichten Informationsaustausch? Niemand muss erfahren, dass Sie mit mir gesprochen haben. Und um ganz klar zu sein, ich bitte Sie nicht darum, sich in diesen Kampf auf meine Seite zu schlagen. Ich suche nur nach Informationen, nach irgendetwas, das mir helfen kann, das es mir ermöglicht, meine Chancen, einen Rechtsstreit zu gewinnen, zu verbessern oder der Sache gleich ganz aus dem Weg zu gehen. Und wir wissen beide, der einzige Weg, das zu erreichen, besteht darin, mehr über die Dämonen und ihre Gewohnheiten zu erfahren, zumal ich darüber derzeit praktisch gar nichts weiß.« Sie legte die Hände auf den Schreibtisch und beugte sich vor. »Welche Art von Informationen könnten Sie wohl haben, die mir wichtig genug wären, meinen Hexenzirkel in Gefahr zu bringen?« Das war ein Argument. Informationen über Übernatürliche waren bei mir Mangelware. »Okay«, sagte ich, während sich meine Gedanken überschlugen. »Was wäre, wenn die Hexen ein formelles Bündnis mit den Wölfen eingingen? Dann hätten sie Zugriff auf alle Informationen des Rudels, in einem angemessenen Rahmen.« Es war nicht ohne Beispiel, dass übernatürliche Gemeinden in schweren Zeiten zusammenarbeiteten, wenn es zum beiderseitigen Nutzen war. In diesen seltenen Fällen mussten formelle Vereinbarungen unterschrieben werden, aber mein Vater hätte den Hexen ganz sicher etwas zu bieten, das für sie von Wert war, und ich war überzeugt, er wäre einverstanden, wenn er mich so vor der Unterwelt bewahren könnte. Die Hexen könnten außerdem von zusätzlichem Schutz profitieren. Telly, Sie wissen, das ist meine einzige Chance. Nur Informationen können mir helfen, einem Urteil zu entgehen. Auf unserem langen Weg nach Hause hatte Rook mich in das Wenige eingeweiht, das er über Dämonen und ihre Wortklaubereien wusste. Wir waren übereinstimmend der Meinung, dass das, was ich zu meiner Verteidigung vorzubringen gedachte, perfekt formuliert sein musste. Gelänge es mir dann, genügend übergreifende, übernatürlichen Gesetze zu meinen Gunsten aufzutreiben, hätte ich eine kleine Chance, mich herauszuwinden. Und mich rauszureden wäre endlos viel einfacher, als mir den Weg aus der Unterwelt freizukämpfen, was, soweit es uns betraf, Plan B war. Telly musterte mich so forschend, dass ich ein Band aus magischer Energie zwischen uns spannte. »Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht mit Ihnen verbünden. Täte ich das, so würden die Dämonen uns als Komplizen bei ihrem Verbrechen ansehen.« Ich barg das Gesicht in den Händen. Plötzlich fühlte ich mich furchtbar müde. »Aber es wurden gar keine echten Verbrechen begangen, also haben wir eigentlich auch keinen Fall.« Ich nahm die Hände herunter und schloss dann für einen Moment die Augen. »Alles, was ich getan habe, war rechtmäßig. Ich habe mich verteidigt. Ja, auf Kosten ihrer Kobolde und Schoßtiere, aber ich habe unanfechtbare Beweise dafür, dass die zuerst angegriffen haben. Der erste Kobold hat einen menschlichen Teenager an einem öffentlichen Ort verschleppt, und zwar zweifelsfrei gegen das hohe Recht der Übernatürlichen. Der zweite hat mir ein Messer an die Kehle gehalten. Alle Übernatürlichen mussten sich dem hohen Recht beugen, das, wenn es darum ging, uns Menschen gegenüber zu offenbaren, äußerst strikte Regeln umfasste. Darüber hinaus hatte jede Gemeinde ihre eigenen internen Gesetze, die befolgt sein wollten. Telly erhob sich von ihrem Stuhl und fing an, im Raum auf und ab zu gehen. Das war ein Verhalten, das ich von meinem Vater kannte, und bei dem Gedanken an ihn krampfte sich mir das Herz zusammen. Ich hatte schon so lange nichts mehr von ihm gehört. »Das ändert nichts. Die Dämonen haben sie ins Visier genommen, aus welchem Grund auch immer. Das Risiko kann ich nicht eingehen.« Ich beugte mich ihrer Entscheidung und nickte einmal kurz. Rook regte sich neben mir auf dem bisschen Platz, das wir auf der Chaiselon hatten, und seine Stimme klang voll und tief. »Wir haben eine Idee, warum die Dämonen hinter Jessica her sein könnten«, wechselte er das Thema. »Der Kobold, der sie auf dem Parkplatz angegriffen hat, hat Andeutungen gemacht, dass sie die Herrschaft über die Krone erlangen wolle. Aber in dem Zusammenhang ergibt es überhaupt keinen Sinn, dass die Zauberer sich einmischen. Indem sie ihre Nichte entführt haben, haben sie den Wölfen und den Hexen den Krieg erklärt.« Er veränderte seine Körperhaltung, ich passte mich an. »Das kommt mir vor, als hätten sie eine übereilte Entscheidung getroffen. Sie werden immerhin von einem Rat regiert, nicht von einem Einzelnen, der sie führt. Nach allem, was ich weiß, sind sie, soweit es ihre Rituale betrifft, geradezu mönchisch.
und sie besitzen bekanntermaßen weniger Macht und Kraft als die meisten anderen Gemeinden. Warum sollten sie einen Krieg anfangen, den sie nicht gewinnen können? Sie wollen, was sie immer wollen. Telly blieb hinter dem Schreibtisch stehen und zuckte mit den Schultern. Und was genau soll das sein? Fragte ich und beugte mich vor. Mehr Macht. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Ihre Magie ist erdgeboren, wie unsere, aber sie haben einen viel schwächeren Genpool. Darum wollen sie ihre Macht, Jessica. Mit einem Nicken deutete sie auf mich. Sie sind stets auf der Jagd nach Kinkerlitzchen, die angeblich die ultimative Macht freizusetzen imstande sind, und sie sind bereit, alles dafür zu riskieren, ganz gleich wie ihre Chancen auch stehen mögen. Das macht sie berechenbar. Aber ich habe keine Kinkerlitzchen, die sie mir stehlen könnten. Wenn sie meine Macht stehlen wollen, dann müssen sie das abzapfen, was in meinem Körper lebt, sagte ich. Ist das überhaupt möglich? Wollte ich das überhaupt wissen? Es gibt 3 Methoden, sagte sie, aber keine von ihnen ist auf lange Sicht sonderlich effektiv. Das ist einfach ein Haufen Narren. Sie wedelte herablassend mit der Hand und zog sich den Stuhl heran, um erneut Platz zu nehmen. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Die haben keinen Erfolg, bestimmt nicht. Ein Trost war das nicht gerade für mich, im Gegenteil. Jemandem reine, ungezügelte Energie abzusaugen, musste höllisch wehtun. Aber wie lästig die Zauberer auch sein mochten, die Dämonen stellten für mich derzeit immer noch die größere Bedrohung dar. Die Dämonen sind immer noch das Größte. Eine Explosion fegte durch den Vorgarten und erschütterte das Haus bis in die Grundfesten. Augenblicklich warfen wir uns alle zu Boden. Bücher fielen aus den Regalen, Lampen krachten auf dem Boden, die Explosion fühlte sich an wie ein Erdbeben. Schützend legte ich die Hände über den Kopf, aus Furcht, die große Glasscheibe des Fensters könnte bersten und in den Raum hineinsplittern, aber sie hielt stand. Telly war als Erste wieder auf den Beinen. »Das war eine Sphäre! Die Zauberer haben sie hierher verfolgt!« »Das ging schneller, als ich dachte. Dass sie sich so rasch sammeln könnten, hätte ich ihnen gar nicht zugetraut.« Ich sprang auf. Rook und Nick standen bereits. »Können die hier rein?« »Natürlich nicht«, schnaubte Telly, »aber sie werden es versuchen.« Draußen im Gang herrschte der Geräuschkulisse nach offenkundig geschäftiges Treiben. Panik aber gab es nicht, dafür Schadenfreude. Mehrfach war ein eindeutiges »Na los doch, ihr Glatzen« zu hören. Alle Zauberer rasierten sich die Köpfe. Den Gerüchten zufolge war das eine Art von Magie verstärkender Tradition, was, wie ich nun wusste, gar kein Gerücht war. Die Stärkung ihrer Magie musste ihr vorrangiges Ziel sein. »Zauberer sind von Natur aus feige«, erklärte Telly und ging in Richtung Fenster. Die Sphäre kam aus etwa weniger als 20 Kilometern Entfernung. Andernfalls hätten wir sie gespürt und unsere Alarmsysteme wären ausgelöst worden. Aber die Zauberer werden zweifellos bald kommen. Das ist unsere Chance, den Zirkel zu verlassen. Sie drehte sich um und sah mir in die Augen. Ich bin auf eine Belagerung vorbereitet, aber wir können wochenlang in einem Patt gefangen sein, wenn sie bleiben. Die geben nicht so einfach auf, diese sturen Mistkerle, auch wenn sie nur von Weitem angreifen. Wenn sie jetzt gehen, haben sie vielleicht eine Chance zu entkommen. Als ich mich nicht gleich rührte, zeigte sie zur Tür. Ihr Zeitfenster, um handlungsfähig zu bleiben, ist jetzt. Ich schlage vor, sie nutzen ihre Chance. Mehr Ansporn brauchte ich wirklich nicht, also wandte ich mich zum Gehen. Wir konnten es uns nicht leisten, wochenlang hier festzusitzen. Und nun, da wir wussten, dass Marcy in Sicherheit war, hatte sich auch die Situation zwischen Telly und uns verändert. Würde ich bleiben, so würde ich ihren Hexenzirkel unnötig in Gefahr bringen. Rook war vor mir und Nicks Hand ruhte auf meiner Schulter. Ehe ich zur Tür hinausging, schaute ich mich noch einmal um. Sie begegnete meinem Blick und nickte knapp. Marcy vertraut nicht vielen Leuten, aber sie hat sich entschlossen, ihnen zu trauen, sagte Telly. Ich werde über ihre Bitte um Informationsaustausch nachdenken. Mehr kann ich nicht tun. »Danke«, sagte ich, und wir verließen den Raum. Telly rief uns nach. »Laufen Sie hinunter zur Garage, steigen Sie in den Wagen und fahren Sie so weit von hier weg, wie es geht.« »Das Netzwerk der Zauberer ist recht klein. Wenn Sie die Stadt rasch verlassen, sollten Sie ihnen einen guten Schritt vorausbleiben können.«
Wir rannten durchs Haus und sahen uns nicht ein einziges Mal mehr um. Während wir rannten, um zur Tiefgarage zu gelangen, erschütterte eine weitere Explosion das Anwesen. Die Hexen schienen begierig auf einen Kampf zu sein. In der Zeit, die zwischen den beiden Detonationen vergangen war, hatten sie sich militärisch gerüstet. Westen, Stiefel, Schusswaffen, Messer und Bogen. Die Bewohner des Hauses hatten sich in nicht einmal 3 Minuten in eine Miliz verwandelt. Merke, niemals mit Hexen anlegen. Wir folgten unserer eigenen Großspur und Rook kam schlitternd vor der Kellertür zum Stehen. Er riss sie auf und wir hasteten die Stufen zu der unterirdischen Garage hinunter. Doch als wir hineinstürmten, fanden wir den hydraulischen Lift verlassen vor. Von einer Hexe abgesehen. Angie schürzte angewidert die Lippen. Mein eigener Widerwille stand ihrem bestimmt in nichts nach. Ich ballte die Fäuste, zwang mich mit allem, was ich aufzubieten hatte, sie zu ignorieren und drehte mich einmal um die eigene Achse. Aber der Raum war total leer. Kein Hammer und keine anderen Fahrzeuge in Sicht. »Suchst du was?« höhnte sie und lehnte sich an die Betonwand, sichtlich zufrieden über das, was sie für ihren großen Moment hielt. Ich drehte mich zurück um, der keine weitere Aufforderung benötigte, und einmal kurz nickte, ehe er drohend einen Schritt auf Angie zuging, die Schultern gestrafft und leise knurrend. Ihre Augen weiteten sich, aber sie rührte sich nicht vom Fleck. »Hör zu, du«, sagte ich, während Rook sich ihr weiter näherte. Ehe ich die Worte herausbringen konnte, hob Nick abwehrend die Hände, um mich zum Schweigen zu bringen. Meine Brauen zuckten gen Haaransatz. Nick wandte sich an die Hexe. »Ich weiß, es sieht nicht so aus, aber wir würden das lieber ohne Gewalt regeln.« Angie sah mit jeder Sekunde verunsicherter aus, was uns zum Vorteil gereichte. »Aber nur, wenn du kooperierst. Talula, die Herrin deines Hexenzirkels, hat uns angewiesen, uns einen Wagen zu nehmen. Wenn wir hier bleiben, setzen die Zauberer ihre Angriffe fort. Gehen wir, dann werden sie irgendwann verschwinden. Sie will, dass wir gehen. Und wie es scheint, bist du die Einzige, die uns dabei helfen kann.« Nick tat gut daran, zu versuchen, eine Katastrophe zu vermeiden. Ich selbst war zu wütend gewesen, um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken. Es wäre kein fairer Kampf geworden, denn Angie hatte keine Chance gegen uns, und sollten wir ihr etwas antun, würden wir uns Telly und Ceres zu Feinden machen. Er hatte die richtige Idee, und ich wusste das. Ich musste dringend meine Wölfin unter Kontrolle bringen, die in ihrer Rachgier etwa so bedrohlich war wie eine Waffe mit Laserzielvorrichtung. Rook blieb stehen und wartete, ob sie sich aus irgendeinem Antrieb zur Kooperation entscheiden würde. Ein böses Lächeln lag auf ihren Lippen, als sie erkannte, dass wir sie nicht in Stücke reißen würden. »Ja nun, wir haben euren Wagen als Bezahlung dafür genommen, dass wir euch reingelassen haben. Darum seht ihr ihn hier nicht mehr.« »Das könnt ihr nicht machen«, knurrte ich. »Da war unsere ganze Ausrüstung drin. Ihr könnt euch nicht einfach so nehmen, was ihr wollt.« Ich machte einen Schritt vorwärts, doch schon hielt mich Nick mit ausgestrecktem Arm auf. Angie bewegte sich nun ebenfalls, und in ihren Regenbogenhäuten funkelte ein schwaches, scharlachrotes Licht. »Du hast dir gerade die Zukunft weissagen lassen. Hast du gedacht, es würde dich nichts kosten? Ignoranz scheint eine deiner Stärken zu sein. Ich bin sicher, deine Mutter ist sehr stolz auf dich.« Sie wusste, dass Wandler von ihren Vätern aufgezogen wurden. Meine Mutter war bei meiner Geburt gestorben. Ich biss die Zähne zusammen und ein wütendes Knurren, befeuert von meiner angefressenen, reagierenden Wölfin, hallte durch den Raum. Nichts wollte ich mehr, als ihr den hübschen Hals umdrehen. »Ich bin bereit, einen Preis für das Treffen mit Maggie zu entrichten«, brachte ich hervor, so ruhig ich nur konnte. »Aber unseren Wagen und unsere Ausrüstung ohne unsere Einwilligung zu nehmen, verstößt gegen Treu und Glauben.« Hexen waren für ihre exorbitanten Honorare berüchtigt. »Es steht euch frei, uns die geleisteten Dienste in Rechnung zu stellen, aber wir wollen unseren Wagen zurück, sofort.« Sie gackerte. »Tja, der ist weg. Seht ihr ihn etwa hier?« Spöttisch tat sie, als würde sie sich im Raum nach ihm umschauen.
Nick räusperte sich, doch ehe er etwas sagen konnte, meldete sich Rook mit einem gefährlich klingenden Tonfall zu Wort. »Der Truck ist egal. Wir brauchen einen fahrbaren Untersatz, egal welchen. Und ich schlage vor, du lieferst uns einen, und zwar in den nächsten 3 Sekunden, oder ich reiße dir die Kehle raus.« Angies Gesicht wechselte für einen Sekundenbruchteil den Ausdruck, aber das reichte vollkommen. »Tja, ich schätze, dann ist es euer Glückstag, denn ich habe noch ein Fahrzeug übrig.« Sie stieß sich von der Wand ab und schob sich dicht an mir vorbei, und ihr glänzendes Haar wehte hinter ihr her. So gerade eben widerstand ich dem Drang, sie mit einem kalkulierten, kräftigen Ruck an der Haarpracht mal eben zu skalpieren. Stattdessen ballte ich die Fäuste. An der Wand auf der anderen Seite hob sie die Hand. Eine Tür, nahtlos verborgen, glitt lautlos empor. Hinter ihr kam ein einsames Fahrzeug zum Vorschein. Eine uralt aussehende Vespa. Mein Tonfall klang sogar in meinen Ohren äußerst unzivilisiert. »Du erwartest von uns, dass wir auf einem Roller fliehen?« »Du musst völlig verrückt sein. Wir brauchen etwas mit 4 Türen und einem Dach. Und wir sind zu dritt, nicht zu zweit. Für den Fall, dass dir das noch nicht aufgefallen ist.« Die Hände auf die Hüften gepflanzt, verkündete sie, »Das ist das, was verfügbar ist. Nach der Explosion sind alle los. Das ist sogar das am besten getarnte Transportmittel, das wir haben. Bahnen sind gewichtsabhängig. Je schwerer das Objekt, desto problematischer ist es, die Bahne zu wirken. Bei deinem geliebten Hammer halten sie höchstens ein paar Stunden. Das Ding hier...« Sie deutete auf den in die Jahre gekommenen Motorroller. »Wird eine ganze Woche verzaubert bleiben.« Ihre Augen glitzerten belustigt. Sie spielte mit uns. Aber schon gab es eine weitere Explosion und uns blieb keine Zeit mehr zu streiten. »Macht, was ihr wollt, aber das da ist alles, was ich habe.« Ich trat einen Schritt vor und Nick legte mir die Hände auf die Schultern und steuerte mich von ihr weg und zu der verbeulten Vespa. »Jazz, hör mir zu«, flüsterte er mir ins Ohr. »Steig einfach auf und hau ab. Dir geht die Zeit aus, und es bringt überhaupt nichts, mit ihr herumzustreiten. Die Zauberer werden bald hier sein. Hau ab, solange du noch Zeit hast, und wenn sie ihren Angriff beenden, werde ich in unser sicheres Versteck zurückkehren. Alles wird gut.« Wu ging hinüber, packte den Lenker des Rollers und hob ihn von seinem Parkplatz, so mühelos, wie ein Buchhalter ein Telefon abnehmen würde. Mit dem Roller ging er zum Lift, wo er ihn scheppernd absetzte und knurrte. »Sollte dieses Ding zusammenklappen, wenn wir draußen sind, dann komme ich zurück und töte dich. Hast du verstanden?« Angie hatte die Nerven zu grinsen. »Das wird nicht passieren. Das Ding ist auf mehr als nur eine Art verzaubert, Großer. Es braucht kein Benzin und kann problemlos 2 Personen tragen.« »Wir sind zu dritt«, blaffte ich. Sie zuckte mit den Schultern. »Wie ich schon sagte, das ist alles, was ich habe. Ob ihr ihn nehmt oder nicht, könnt ihr mir gar nicht gleichgültiger sein. Bleibt eben hier, wenn ihr wollt.« Damit wirbelte sie um die eigene Achse und ging zur Tür, als erneut eine Explosion das Fundament erschütterte. Lampen schwankten hin und her, Beton riss auf und Putz rieselte von den Wänden. Wir waren mehrere Stockwerke unter der Villa, was bedeutete, dass diese Detonation näher am Haus erfolgt sein musste. Angie drehte sich noch einmal um, ehe sie ihren dramatischen Abgang zu Ende führte. »Wenn ihr jetzt nicht von hier verschwindet, war's das mit der letzten Gelegenheit. Die Zauberer sind in wenigen Augenblicken hier, und wir wollen doch nicht, dass ihr da draußen sterbt oder sowas.« Damit wandte sie sich ab, schritt durch die Tür und knallte sie lautstark hinter sich zu. Rook platzte fast vor unterdrückter Wut. Er war nur einen Schritt davon entfernt, den blöden Roller quer durch den Raum zu treten. »Jessica, wenn wir es nicht so eilig hätten, würde ich diese Wände einreißen und versuchen, etwas Besseres für uns zu finden. Aber das kostet mehr Zeit, als wir haben. Es heißt entweder das oder wir bleiben.« Ich musterte den hydraulischen Lift. »Schön, dann gehen wir. Wenn wir außer Reichweite der Zauberer sind, können wir uns ein anderes Fahrzeug suchen. Und sollte dieses Ding wirklich mit einem oder mehreren Zaubern belegt sein, wie sie behauptet hat, dann dürfte es nicht wahrzunehmen sein. Wir lassen es einfach stehen, sobald wir was mit Türen finden.« Resigniert glitt Rook auf die Sitzbank.
Das Bodenblech senkte sich bedenklich tief und das Vehikel ächzte unter dem Gewicht meines Gefährten. Fluchend drehte er den Schlüssel im Schloss. Stotternd und widerwillig wie ein altes Motorboot erwachte der Roller zum Leben. Rook schaltete in den Leerlauf und beförderte den Roller mit den Füßen in die Mitte der Plattform. Als ich ihm folgte, entdeckte ich an der Wand auf der anderen Seite des Raums einen grünen Knopf. »Bei allen Göttern«, fluchte ich. »Nick, drück den grünen Knopf an der Wand und bleib hier unten, bis es vorbei ist. Es ist nicht nötig, dass du den Kopf rausstreckst und dich an dem Kampf beteiligst.« Ich schwang ein Bein über den Roller und hockte mich breitbeinig auf den verbliebenen Rest der Sitzbank, der etwa 10 Zentimeter umfasste. Als das Moped auch mein Gewicht aufnehmen musste, ächzte es erneut beängstigend, hielt aber überraschenderweise stand. »Ich habe nicht vor, mich ins Getümmel zu stürzen«, antwortete Nick auf dem Weg zu dem Fahrstuhlschalter. »Aber wenn das vorbei ist, will ich einen Drink und ein paar Erklärungen.« »Ich weiß«, ich lächelte, »ich schulde dir eine vollständige Zusammenfassung. Bleib einfach am Leben.« »Das ist der Plan.« Er drückte auf den Knopf und die Plattform ruckte einmal und stieg dann recht schnell in die Höhe. Als der Boden des Lifts auf der Höhe mit dem der von außen sichtbaren Garage war, klickte es einmal, die Plattform fügte sich nahtlos ein und Rook gab Gas. Der Roller hustete und stotterte und drohte abzusterben. »Der drehe ich den Hals um«, knurrte Rook. Ohne dass wir irgendetwas getan hätten, hob sich wie von selbst das Garagentor. Ich schlang die Arme fest um Rooks Taille, verschränkte die Finger vor seinem Bauch und drückte mich fest an ihn. Rook war warm und roch köstlich. »Okay, lass es uns tun«, flüsterte ich ihm ins Ohr. Rook jagte die Vespa mit Vollgas los, was etwa der Jogginggeschwindigkeit eines Menschen entsprach, und wir brummten in Richtung Tor. Beinahe augenblicklich hörte ich etwas am Himmel und sah mich über die Schulter um. »Da kommt etwas auf uns zu«, brüllte ich, als der Lichtball schneller wurde, beinahe als hätte er uns erkannt. Er war aus dem Nichts gekommen, aber er wusste in diesem Moment fraglos, dass wir sein Ziel waren. In letzter Sekunde riss Rook den Roller herum und schwenkte scharf nach rechts. Das Licht explodierte hinter uns, riss uns beinahe vom Sitz und schleuderte das Moped vom asphaltierten Weg. »Festhalten«, gellte Rook. »Die Kurve muss ich scharf nehmen.« Ich klammerte mich an seiner Brust fest und drehte gerade im rechten Moment den Kopf, um einen weiteren Lichtpunkt in hohem Bogen am Himmel auf uns zukommen zu sehen. Während ich hinschaute, änderte er den Kurs, um uns zu folgen, als wir auf die Straße einbogen. »Sie hat gelogen«, brüllte ich. »Dieses Ding ist nicht mit einem Schutzzauber belegt. Wahrscheinlich ist das Maggies Spielzeugroller.« Wut schoss durch meine Adern und an meinen Armen spross augenblicklich Fell. »Die Zauberer haben meine Signatur. Sie wissen, wo ich bin.« Auf Rooks Motorrad hätten wir eine Chance gehabt, ihnen zu entkommen, aber auf diesem Ding waren wir leichte Beute. »Nicht mehr lange«, donnerte Rook. Dann rasten wir über den Randstein und er zerrte heftig am Lenker. Ein Sprung und wir ließen die Allee hinter uns. Noch ein Sprung und wir landeten im See.